Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. H.C. Artmann, ich bin die liebe Mumie. Ich bin die liebe Mumie und aus Ägypten komm ich. O Kindlein, treibt es nicht zu arg, sonst steig ich aus dem Sarkophag. Hol euch ins Pyramidenland, 11 Meter unterm Wüstensand. Da habe ich mein trautes Heim, es ist mir süß wie Honigseim. Dort unter heißen Winden wird keiner euch mehr finden. O lauschet nur, mit Tripp und Trapp husch ich die Treppen auf und ab, und hört ihr's einmal pochen, so ist's mein Daumenknochen an eurer Zimmertür. O Kindlein, seht euch für! Dieses Gedicht stammt aus dem Gedichtband Allerlei Rausch, veröffentlicht 1967. H.C. Artmann wurde geboren am 12. Juni 1921 und starb am 4. Dezember 2000 in Wien. Er war Sohn eines Schuhmachers und einer Dienstbotin und wuchs auf dem Lande auf. Im Zweiten Weltkrieg musste er den Wehrdienst leisten, wurde verwundet am Oberschenkel und erhielt bis zu seinem Tod eine Invalidenrente, die sich zum Schluss wenigstens auf 300 Schilling pro Monat belief. Er sagt von sich, dass er zweimal desertiert sei, zum Tode verurteilt und nur der Einmarsch der Russen hätten ihn gerettet. Schon Ende des Zweiten Weltkriegs fängt er an zu schreiben und dann hat er sein Leben lang geschrieben. Lyrik, Prosa, kleine Stücke fürs Theater und seine Texte hat er auch sehr gern mit Musik kombiniert, mit Jazz zum Beispiel. H.C. Artmann ist viel gereist. Er hat in Schweden gelebt, in Kanada, war 3-mal verheiratet und hat 5 Kinder. Von sich selbst sagt er, er habe 26 Sprachen gelernt, abgesehen von denen, die er selbst erfunden habe. Er war als Übersetzer tätig, als genialer Übersetzer. Und das, obwohl er nur die Hauptschule besucht hat und kein Abitur gemacht hat. Keine Matura, wie man in Österreich sagt. Er war ein Autodidakt. Seinen ersten Erfolg hatte er 1958 mit dem Band mit Anna Schwarzen-Dinten. Aber der große Ruhm kam dann relativ spät, 1974, mit dem großen österreichischen Staatspreis. Und 1997 erhielt er den Georg-Büchner-Preis. Von sich selbst sagt H.C., dass ihn inspiriert habe in erster Linie die Frauen, in zweiter Linie Bäume und dann Gerüche. Er habe immer Frauen bevorzugt, die auch 30 Jahre jünger sein konnten als er selber. Denn er hat gesagt, warum sollte ich eine Alte nehmen, wenn ich eine Jüngere haben kann? Die Kinder, die er mit diesen Frauen gehabt hat, für die scheint er etwas weniger Interesse gehabt zu haben. Denn wichtig waren ihm wohl wirklich in erster Linie die Frauen. H.C. war ein Mann, der gerne trank, im Übermaß. Geräusche waren ihm wichtig. Und als er von Schweden nach Berlin zog, fand er das großartig, weil es in Berlin so viele Kneipen gab, die er in Schweden vermisst hatte. H.C. war ein Bürgerschreck, ein Mütterschreck, ein Kinderschreck. Auf eine Frage hin hat er gesagt, er sei Anarchist, ein militanter Lyriker. Und er war ein genialer Dichter, ein Sprachspieler, ein Sprachenerfinder, ein Lautverliebter, der Gedichte im Rausch geschrieben hat, im Allerlei-Rausch, in dem die Klänge sich wie Musik aneinander reihten.
Man muss seine Gedichte laut lesen, sie verlangen es, laut gelesen zu werden, denn sie sind wie eine Alltagsmusik. Nur so entwickeln sie laut gelesen eben auch ihren besonderen Reiz, ihren Humor, ja, ihren Esprit. Hatzi hat auf Wienerisch geschrieben, in einer Mundart, die für Menschen aus Deutschland nicht immer verständlich ist. Sie klingt, diese Mundart Wienerisch, wie eine fremde Sprache. Aber dennoch versteht man die Texte, weil die lautmalerische Kraft immens groß ist. Seine Texte sind skurril, komisch, von schwarzem Humor gezeichnet und reizend zum Lachen. Sie ahmen Sprache nach, ohne dass das, was sie dann für eine Sprache erhalten und erfinden, eine wirkliche Sprache ist, die real existiert. Es ist die Freude an den Lauten, am Geräusch. Und deswegen ist er, denke ich, auch wie gesagt, viel mit Musikern aufgetreten, mit Jazzern. Und er ist auch oft vertont worden. Helmut Qualtinger hat seine Texte gesungen, oft in Moritaten-ähnlichen Chansons. Hatzi war ein Mann der Masken, der viele Rollen in seinem Leben gespielt hat und in viele Rollen geschlüpft ist. Und dementsprechend hat er auch viele Textarten geliebt. Er hat Texte aus der sogenannten hohen Literatur geliebt, aber auch die Trivialliteratur lag ihm nahe. Krimis, Comics, er hat den Film geliebt, das Kino. Er hat, als er in Kanada war, Mythen, indianische Mythen erfunden. Er hat in Schäfergedichte geschrieben, im Stil des Barock. Und er hat es geschafft, dass ein Dialekt zu einer hochpoetischen Literatursprache geworden ist. Er hat von sich gesagt, dass er es liebe, ohne Rücksicht zu nehmen, zu schreiben. Er wollte schockieren. Und das hat er auch eben getan, oder ja, er hat es getan in seinem Gedicht Die Mumie, freilich auf eine so lustige Art und Weise, dass man wohl nicht wirklich richtig schockiert sein kann. Dieser Gedichtband Allerlei Rausch erinnert ja an das Märchen Allerlei Rau, und das ist auch ein Märchen, das eigentlich einen Tabubruch beinhaltet, nämlich die inzestuöse Liebe eines Vaters zu seiner Tochter. So etwas, das hat der Artmann gern aufgegriffen und fortgesponnen. Dieses Gedicht, Ich bin die liebe Mumie, ist ein Kindergedicht, dem ersten Anschein nach. In vierhebigen Paarreimen geschrieben, richtige Reime, Kinderreime, die sich leicht merken lassen. Und dieses Gedicht hat etwas, was viele Kindergeschichten, Märchen haben. Sie machen Angst. Sie, zum Beispiel denken Sie an Hänsel und Gretel oder auch an Struwwelpeter. Da wird oft eine Moral in den Vordergrund geschoben, die ein schreckliches Ende für Kinder prophezeit, die sich nicht an das richtige Verhalten gewöhnen können. Und dieser Schrecken, den diese Märchen und Kindergeschichten verbreiten, die band Hatzi durch Lachen. Es ist nur so, dass er in erster Linie Angst zu machen scheint, denn eigentlich macht er die Angst lächerlich. Diese Mumie ist nämlich eine liebe Mumie und sagt von sich, dass es sich, wie es sich für sie ziemt, sie stamme aus Ägypten. Kum i e, Mumie. Na, das ist schon mal von vornherein verharmlosend und witzig. Und dann kommt die große Mahnung, Kindlein, treibt es nicht zu arg, seht euch für.
Denn diese Geschichte will mahnen, wenn sie sich nicht richtig mahnen, wenn sie sich nicht richtig verhalten, dann kommt der böse Mann und holt sie in sein fernes Heim, ins heiße Ägypten, wo sie unter dem wüsten Sand bei den Toten leben sollen oder nicht leben sollen, bei den Untoten. Wozu er die Kindlein mahnt, was sie nicht tun sollen, das wird bezeichnenderweise in dem Gedicht nicht gesagt, im Unterschied zum Struwwelpeter, wenn Sie an diese Geschichten denken, sondern hier wird nur der Schrecken ausgemalt, ein Untoter, der 11 Meter unter dem Sand lebt und dann hochkommt und es überhaupt versteht, auf und runter zu gehen, wie er die Treppen in dem bürgerlichen Elternhaus rauf und runter geht. Es ist der pure Horror aus dem Grabe, der an die heimische Zimmertür klopft und die lieben Kindlein holt. Oh, seht euch für. Ü war übrigens sein Lieblingsvokal, wie ich gelesen habe. H.C. Hartmann macht Angst lächerlich. In seiner Textzueignung zu diesem Gedichtband Allerlei Rausch schreibt er: Krauchen soll's durch Blut und Bein bis ins Herzenskämmerlein. Der Schrecken, der Horror, die Angst der Bürger vor dem Unheimlichen, das für ihn nur lächerlich zu machen ist. Geschrieben ist dieses Gedicht bezeichnenderweise in den Jahren um das Jahr 1967, als die Studenten in Deutschland und Frankreich auf die Straße gingen, als sie aufbegehrten gegen ihre Eltern, gegen die Alten, die Gruftis, gegen die Faschisten, gegen ihre autoritäre Erziehung, als die Studenten die freie Liebe proklamierten und den herrschaftsfreien Dialog. Und solche Mumien, die Kinder ängstigen wollen und es eigentlich doch nicht mehr schaffen, das, denke ich, ist der Hintergrund für dieses sehr lustige Gedichtlein: Ich bin die liebe Mumie.